So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ihr habt es euch gewünscht. Ich gebe es euch und zwar mein Einblick aus meiner Sicht über das Command Fest 2022 in Frankfurt am Main von JK Entertainment. Starten wir mit den Vorbereitungen. Die Vorbereitungen waren immens cool. Ein bisschen chaotisch, Informationen waren nicht ganz so safe. Aber klar, es war das allererste Command Fest in Deutschland und dementsprechend auch das erste seit einer ganzen langen, langen Zeit generell ein Magic Fest. Dementsprechend war das da einiges geplant und umgestrukturiert werden musste und so weiter und so fort, war natürlich klar. Und dafür fand ich es halt mega krass und mega cool, was die Jungs und Mädels da auf die Beine gestellt haben. Wahnsinnig cool. Und ja, aus meiner Sicht war das ein voller Erfolg. Ich wurde ja Freitag bis Sonntag eingeladen. Ich habe mir dann erstmal ein eigenes T-Shirt noch gemacht, damit man mich auch kennt, weil ich mir dachte, ah, da kommen vielleicht so 5 bis 10 Leute, die sich mit mir unterhalten wollen. Oder vielleicht einer ein Bild haben will oder so. Aber damit die Leute mich wenigstens erkennen, habe ich ein T-Shirt. Ich bin hart überrannt worden von euch. Vielen, vielen Dank deshalb nochmal an euch. Es war mega cool. Es war für mich natürlich super anstrengend. Ich weiß nicht, wie viele endlose Bilder ich gemacht habe, wie viele Sachen ich unterschrieben habe. Ich habe irgendwo eine Zahl aufgeschrieben mit 80, aber ich glaube, das war ungefähr so plus minus 80 Sachen, die ich unterschrieben habe. Mit Playmats, mit Karten. Ich habe eine Windswept Tief Old Border unterschrieben und sowas. Also entwertet in meinen Augen. Aber ihr wolltet es haben, ihr fandet es cool und dementsprechend, klar, gerne, wenn ihr das haben wolltet. Sehr, sehr cool und sehr, sehr gerne. Ich fand es auch cool, dann mit den Leuten zu reden, euch mal persönlich kennenzulernen, zu treffen. Und an der Stelle nochmal, ich weiß, ich habe es nicht geschafft, allen irgendwo gerecht zu werden mit der Zeit, mit den Gesprächen und Ähnlichem. Das war einfach nicht möglich. Wir waren 3 Tage vor Ort und es war 3 Tage Power, Power, Power. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, allen irgendwo gerecht zu werden, Zeit mit ihnen zu verbringen. Unter anderem auch 2, 3 Content Creator, mit denen ich sehr, sehr gerne noch ein bisschen mehr Zeit verbracht hätte, bis noch vielleicht eine Runde gezockt hätte oder ähnliches. Aber es ging einfach nicht. Hoffentlich dann beim nächsten Mal. Ja, also ich bin losgefahren freitags morgens schon sehr, sehr früh, weil ich wollte ja auf die Judge-Konferenz. Da habe ich dann gedacht, okay, fängst du mal an, so ein bisschen Blog-Style zu machen. Dachte mir, ziehst du das Wochenende durch, immer mal wieder so einen kurzen Blog zu machen. Mein erster Besuch seht ihr hier. So, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Wenn nicht, werde ich es nicht reinschneiden. Dementsprechend, wenn ihr es seht, kann man es zumindest einigermaßen hören. Ich bin hier jetzt gerade auf dem Parkplatz, auf dem Weg nach Frankfurt, beziehungsweise nach Maintal. Und auf dem Weg zum Command Fest. Und ich dachte mir, das letzte Mal ist es so gut angekommen mit dem Vlog und ich probiere es dieses Mal auch wieder so ein bisschen mit euch zu reden, ein bisschen euch was zu zeigen, ein paar Eindrücke zu geben, zu sagen, was ich cool fand, was ich nicht cool fand. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran und freut euch genauso wie ich. Ihr hört schon, war nicht so erfolgreich und ich glaube, ich habe nur einen anderen zweiten Beitrag kurz gemacht, den ihr später im Video sehen werdet. Ansonsten habe ich einfach keine Zeit gehabt. So sieht es übrigens aus, wenn man an seinem Auto wartet, dass die Jungs von der Rumkommandiert vorbeikommen. Die meisten Sachen habe ich über Instagram, Insta-Stories oder auf Twitter ein bisschen geteilt. Mehr Instagram, weil ich bin nicht so der Twitter-Mensch. Ich teile es lieber auf Instagram. Das ist schöner und einfacher und besser. Wesentlich besser. Ja, bei der Judge-Konferenz hatten wir sehr, sehr coole Sachen. Ich fand es vor allem sehr besonders beeindruckend, dass auch Gäste da sein konnten. Deswegen habe ich meine Judge-Konferenz, die wir jetzt demnächst in Siegen machen werden, auch für Gäste geöffnet. Das heißt, Leute können einfach hin, können sich das angucken, anhören und ähnliches. Das fand ich ganz gut. Ich glaube, das sollten wir als Judges öfter machen. Und während die Judge-Konferenz war, hat sich der Raum schon gefüllt. Es kamen immens viele Menschen. Das war boah, krass, so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen nach so langer Zeit. Hat sich teilweise fast schon unangenehm angefühlt, aber es war natürlich kein Meter unangenehm. Vor allem habe ich so viele coole Leute getroffen, die ich in person jetzt endlich mal sehen konnte. MTG Malone. Nackt und Rose, auch wenn ich die schon mal gesehen hatte. Max von Eternal Battlegrounds. Ich habe vorbeigehen leider nur sehen. German Magic Stories, Off-Topic Commander. Ich habe ein kurzes Bild mit Bellenbone geschafft. Cool, immerhin das. Und natürlich Freakle von Magic Blocks, die habe ich natürlich auch gesehen. Und natürlich die anderen beiden Guest-Teams, sage ich mal, die eingeladen wurden. Neben mir wurden ja noch beim TG mit Patrick und Herumkommandiert eingeladen. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit für geschafft, hinzukriegen. Als ich dann gemerkt habe, wie viel das immer wurde, wurde es halt echt, echt schwierig, da mit den ganzen Leuten was zu machen. Und dann kam ja auch noch dabei, dass ja auch ziemlich viele Fans vor Ort waren, die dann ein Bild von mir haben wollten oder mit mir reden wollten. Und ich deshalb es noch nicht mal geschafft habe, mit den normalen Content-Creatern dann irgendwo noch was großartig zu machen. Aber ja, so war das halt.
Nach der Judge-Konferenz habe ich mir gedacht, hey, draftest du mal eine Runde? Und habe mich für das allererste Event angemeldet, was es fortgab. Und das war ein Draft Commander Baldur's Gate. Tatsächlich haben sowohl herumkommandiert als auch MD mit Patrick alle mit mir auch an diesem Event teilgenommen, was ich sehr cool fand. Wir wurden aber in verschiedene Pots gepackt, was vielleicht zu deren Glück war oder meinem. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass sehr viele Judges rumgelaufen sind und meine Judge-Kollegen so ein paar Ticks in der Tasche hatten. Und ich dachte mir so, warum haben die denn Preisticks in der Tasche? Was ist das hier denn für ein schmieriger Ort? Und dann hat mir eine Kollegin erzählt, ja, das kommt daher, dass wenn ein besonders interessanter Judge Call ist oder ein schwieriger Judge Call oder ein interessanter Game State oder etwas am Tisch Educating war, durften die Judges nochmal 10 Preisticks. Das war ungefähr ein Booster für die Leute, die sich erinnern an mein Vorstellungsvideo vom Command Fest. Ungefähr einen Booster verteilen. Und das habe ich probiert, bis zum geht nicht mehr den Leuten zu erklären. Ich habe andauernd den Leuten gesagt, sie sollen Judge rufen. Und die Idee davon ist großartig gewesen. Also wer auch immer diese Idee im Orga-Team hatte oder bei den Judge-Leuten, großartige Idee. Weil Commander-Spieler tendieren dazu, ihre eigenen Probleme zu lösen. Mit ihren eigenen Lösungen. Das sind die daheim am Küchentisch gewohnt. Oder im Local Game Store, wo meistens kein Judge vor Ort ist. Oder wenn, dreht man sich mal kurz um und sagt, ey, du kennst dich damit Regel aus, sag mal ganz kurz. Und damit das hier ein bisschen offizieller wirkt, hatten Leute eben diesen Anreiz. Es wurde leider nie richtig vermittelt, was ich sehr schade fand. Und deshalb fand ich immer so cool, am Tisch immer die Leute so ein bisschen anzustechen. So, hey, ruf doch mal einen Judge. Mal gucken, ob sie 10 Ticks kriegt. Und alle so, nee, 10 Ticks. Und dann habe ich das jedem erklärt, den ich konnte. Natürlich, also als Erklärbär kennt ihr mich nicht. Ich habe natürlich gedraftet, weil ich kann nichts anderes als diesen Typen spielen, habe ich festgestellt. Das ist der Typ, der am Ende jedes Zuges Schaden macht, wenn nichts gestorben ist. Ich liebe diesen Typen einfach, weil er Progress in einem Multiplayer-Game macht, was einfach wahnsinnig witzig ist. Und ja, dann haben wir erstmal das Spiel gebrochen und ich durfte einen Judge rufen und habe 10 Ticks gekriegt. Wir haben es so gemacht, es war so, man hat in einem 8er-Pot gedraftet. Dann wurden 2 Teams aus 2 Vierer-Pots zusammengeschmissen, die dann gegeneinander gespielt haben. Und jeder hat nochmal 10 Ticks bekommen. Ne, der erste hat 20 Ticks und der zweite hat 10 Ticks nochmal X oben drauf bekommen. Plus natürlich die ganzen Booster, die man sehr, sehr günstig bekommen hat. Und danach konnten nochmal die ersten beiden, also der erste und der zweite, von jedem Tisch gegeneinander spielen und nochmal 20 und 10 Ticks. Das heißt, wenn man gut war, konnte man 40 Ticks da mitnehmen. Das sind 4 Booster. Als Preisgeld für ein kleines Side-Event für einen Draft, voll okay. Jetzt war es so, wir hatten einen Gegner, der rausgeflogen ist und dann sind 2 Leute gleichzeitig rausgeflogen. Also hatten wir auf einmal 2 Zweite. Da ging die Hand hoch und es wurde der Judge gerufen. Und am Freitag hatten die Judges auch richtig Bock. Ich habe die Judge gerufen, ich hatte auf einmal 4 Judges um mich herumstehen. Also es war wirklich, die waren on point. Ich habe gesagt, Leute, ich brauche einen Judge. Und dann fand ich ganz witzig die Aussage, so, ja, Blackie, wir wissen aber, wer du bist. Deswegen sind wir jetzt zu viert hier. Und natürlich war das als Scherz gemeint, aber in dem Moment haben sich erstmal meine 3 Gegner umgedreht zu mir und so, hä? Es war am Freitag. Freitag war noch so still damit. Freitag habe ich, glaube ich, 5, 6 Bilder gemacht mit Leuten, 2 Sachen unterschrieben und das war's. Also es war sehr, sehr ruhig und mit 2, 3 Leuten geredet. Naja, so oder so hatten wir danach dann einen 5er-Pot, wo ich Schrödingers Commander erfunden habe. Eine Kreatur, also es werden haufenweise Kreaturen verdeckt gelegt durch den blauen Drachen. Und unter anderem auch mein Commander. Und ich hatte einen Background draußen, der sagt, mein Commander hat Double Strike. Und ja. Natürlich ist es einfach zu lösen, weil man weiß ja, an welcher Stelle der Commander ist. Und man darf ja auch jederzeit nachfragen, wo diese Kreatur sich befindet, welche darunter war. Und damit weiß zumindest einer am Tisch, wo der Commander ist. Und ja, dann kommen wir zum Schrödingers Commander. Auch ein sehr, sehr cooler Judge Call. Aber ich werde jetzt nicht die ganzen Judge Calls. Ich habe unendlich viele Judge Calls gemacht während dem Wochenende. Einfach nur, um meine Judge-Kollegen ein bisschen auf Trab zu halten und vielleicht den einen oder anderen 10 Ticks abzugreifen und die im Preispool mit an die anderen Leute zu verteilen. Weil meiste Zeit habe ich den Preispool an die Leute weitergegeben, weil ja, ich war ein eingeladener Gast. Wenn ich mich daran bereichere, fühlte sich das für mich nicht gut an. Dementsprechend habe ich halt ganz oft die Preisticks einfach am Tisch liegen lassen, den Leuten entgegengeworfen und gesagt, hier, danke fürs Spielen oder sonst was. Zusätzlich dazu habe ich auch von JK Entertainment meine kleine Visitenkarte bekommen. Das waren dann hier mit der Nebenquest, so kleine Karten, fand ich sehr, sehr cool. Und habe auch noch einen Stapel Paths of Ancestries bekommen in einem Promo-Artwork, das auch auf der Playmat, auf der Non-VIP-Playmat drauf ist. Und diese Karten durfte ich verteilen. Einfach so, an coole Leute, mit denen ich gespielt habe, die ich getroffen habe, die ein Bild mit mir machen wollten, Fans und sonst was.
Cool. Wenn ich dran gedacht habe, habe ich es verteilt. Ich habe am Ende irgendwie, ich glaube, 20 oder 30 zurückgegeben, weil ich es nicht geschafft habe, alles zu verteilen. Aber ja, ich war auch ein bisschen im Stress. Dann ging der Freitag langsam zu Ende und wir haben uns als Content Creator entschlossen, ja, die Halle macht gleich zu. Wir treffen uns jetzt noch irgendwo zum Essen. Dementsprechend sind wir dann noch schnell was essen gegangen, hatten noch ein paar Leute, die zugestoßen sind, hier und da noch ein paar Leute, ein paar Fans, die uns getroffen haben, Leute von Ultimate Guard und so weiter und so fort. Also wir waren ein cooler Abend. Und im selben Restaurant waren wir am nächsten Abend auch, glaube ich, aber dazu kommen wir jetzt gleich, weil dann kamen wir ins Hotel, das Hotel war Wahnsinn. Also wir sind erstmal durch die halbe Valle Pampa gefahren, weil wir erstmal ins falsche Hotel gefahren sind. Und als wir dann im richtigen Hotel angekommen sind, waren wir schon echt spät dran. Wir hatten nämlich 2 Uhr oder so. Und die Jungs von da oben kommandiert sind auch wirklich wie Steine ins Bett gefallen. Ich auch. Und ja, das war übel. Vor allem, weil wir wieder um 9 Uhr auf der Matte stehen wollten. Also 9 Uhr war Abfahrt. Dementsprechend, bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Hab mich hingesetzt, Buffet gegessen und also Frühstücksbuffet bis um kurz vor 9, duschen gegangen und dann ab zur Halle. Da ist mir dann erstmal bewusst geworden, wie stickig es in dieser Halle ist. Samstagmorgen, wir sind angekommen, wir hatten ein bisschen Verspätung. Es war schon sehr, sehr voll. Es war ungefähr so voll wie Freitag und es war schon stickig. Ich habe mir gedacht, boah, heute wird es noch wärmer als gestern. Es war die ganze Zeit schon warm. Es war die ganze Zeit schon eine hohe Luftfeuchtigkeit und so weiter. Es war echt krass. Boah, wird das aushalten? Da habe ich mich echt gefragt. Die Antwort meinerseits war, ich hatte 9 T-Shirts dabei. Das war gut, dass ich 9 T-Shirts dabei hatte. Sowohl für mich als auch für euch. Und Samstag ging es dann richtig los. Samstag waren ja auch einige andere Content Creator Kollegen da, die dann zu Besuch vor Ort waren. Und auch so viele Besucher, die sich gerade den Samstag freigeschaufelt haben. So viele Leute. Ich bin vollends überrannt geworden. Ich bin vollends fertig gewesen. Ich habe nicht ein normales Spiel geführt. Ich habe in jedem Spiel 5-6 Mal aufgestanden, mit Leuten Bilder gemacht, mit Leuten geredet. Ich habe Judges gerufen und gesagt, hier, spiel mal für mich weiter. Einfach nur, weil ich nicht wusste, wie lange das mit der Person Leuten dauert, mit denen mich zu unterhalten. Und es ging mir in erster Linie darum, dass ich ja für euch da war. Jackie hat mich eingeladen, damit ich für euch da bin. Und wenn ich dann die ganze Zeit zocke und nur meinen Spaß habe oder mich nur mit Content Creatern umgebe, mit denen ich eh schon die ganze Zeit zu tun habe und nicht mit anderen Leuten, dann finde ich, habe ich mein Job verfehlt. Und deswegen war es mir halt wichtiger, dass ich mich mit euch unterhalte, mit euch Bilder mache. Jeder, der auf mich zugekommen ist, habe ich versucht, so viel Zeit einzuräumen, wie es nur irgendwie geht. Und ja, was ich nicht geschafft habe, waren 2-3 Leute, denen ich gesagt habe, hey, wir unterhalten uns später, die nochmal zu finden oder mich später mit denen zu halten, das ging nicht mehr. Kurz bevor die Halle dann geschlossen hat, sind wir dann noch mit MTG mit Patrick auf sein Patreon-Treffen gegangen, wo ich auch mega coole Leute getroffen habe und auch mega cool aufgenommen wurde, weil ja, die Community bei ihm ist halt echt krass friendly und dadurch, dass er und ich ja eh so viel zusammen machen und da auch sehr, sehr viel miteinander interagieren, merkt die Community das auch und das fand ich sehr cool. Also nochmal vielen Dank, dass sie mich da einfach so mit aufgenommen haben und gesagt, ja, Blacky kann ruhig mitkommen. Und dann dachte ich mir so, hey, wir haben jetzt 9 bis 10 Uhr, wo sind jetzt eigentlich die Jungs von da oben kommandiert? Die muss ich ja noch ins Hotel fahren. Ja, die waren dann in einem anderen Hotel in irgendeiner Lobby am Kartenspielen, wo ich dann hingefahren bin, den beim Kartenspielen mit MTG Malone zugeguckt habe. Und ja, also mega witzig. Zwischendurch fällt mir jetzt gerade erst ein. Zwischendurch habe ich versucht, CDH zu spielen nochmal. Ich habe ja vor Ewigkeiten, bevor ich den Channel wieder restartet habe und bevor diese ganze Legacy-Phase wieder war, hatte ich ja eine CDH-Phase. Und da habe ich ja meistens so Thrasios Tymna und so einen Quatsch gespielt. Hier habe ich jetzt nochmal ein Deck rausgepackt gehabt, das war Fiddlebender. Und das war krass. Aber es war nochmal cool, so ein bisschen, also CDH zu spielen, das hat nochmal Spaß gemacht. Ich würde es wahrscheinlich nicht täglich spielen, ich bin einfach Legacy-Spieler durch und durch. Und trotzdem hat mir das Command-Fest ja eben Spaß gemacht. Aber dazu kommen wir am Spende. Ja, dann Sonntag. Sonntag war ich sehr, sehr fertig und dann kam noch dazu, es war Iron Man. Und ich hatte den Iron Man sehr unterschätzt. Es war gefühlt komplett Frankfurt gesperrt und wir sind fast eine Stunde zur Halle gefahren. Im Auto. Es war witzig, aber auch sehr anstrengend. Und ja, deswegen sind wir leicht zu spät gekommen, hatten dann keinen Parkplatz und mussten dann, ich habe dann in der Valle Pampa geparkt und was nicht alles. Das war schon krass. Sonntag waren wieder ein bisschen weniger Leute vor Ort. Was mich verwundert hat, ich hätte gedacht, dass Sonntag mehr Leute sagen können, hey, wir machen jetzt keinen Familientag, wir machen den Samstag und dafür gehe ich Sonntag auf das Fest. Aber gerade Sonntag sind nochmal so viele Leute auf mich zugekommen, die noch gesagt haben, hey, ich habe dich bisher noch nicht erreichen können. Hier hast du noch was zum Unterschreiben. Hier, ich will noch ein Bild mit dir und so weiter. Also das auch Sonntag wurde ich hart überrannt.
hart überrannt. Und Sonntag habe ich auch so ein bisschen gemerkt, dass es immer schwieriger geworden, mich mit Freunden aus der Dutch Community oder auch mit anderen Content-Creatern irgendwie zu verknüpfen, weil es echt viele Leute vor Ort waren, die was von mir wollten. Und ja, es war dann schon teilweise schwierig mit Fans, die sich angemeldet haben und gesagt haben, hier, ich möchte eine Runde Magic mit dir spielen, wo ich gesagt habe, ja, machen wir. Selbst da war es teilweise schon schwierig, weil ich von einem Fotoshooting, genau wie Samstag, zum nächsten gerannt bin, hier noch irgendwelche Leute treffen musste und so weiter und so fort. Es war so krass. Aber ich wollte es ja. Ich wollte ja unbedingt mit jedem Einzelnen interagieren, so viel ich kann. Und ich glaube, ich habe es auch einigermaßen zu meiner Zufriedenheit geschafft. Hin und wieder mal habe ich dann eben Quest Commander noch gespielt, genau wie Samstag. Wie gesagt, ich habe kein Spiel ohne Pause reingekriegt, das war ziemlich krass. Und habe da halt versucht, noch mit den Dodgers ein bisschen zu interagieren, weil ich ja in der Dodge Community auch eine Menge Leute kennengelernt habe, die ich sehr, sehr leiden kann und die ich sehr, sehr mag. Dann haben wir zum Abschluss uns gedacht, hey, machen wir noch ein Tour at Giant. Tour at Giant Sealed, ein relativ großes Event. Und da habe ich mich dann mit Gino von Herumkommandierten ein Team manövriert und es war sehr, sehr cool. Wir haben Dungeons and Dragons gespielt, also ich hatte Dungeons und er hatte Dragons und aus meiner Sicht hatten wir eine Menge Fun. Es hat mega, mega Spaß gemacht und wir haben da erste Runde gegen diesen Copy Dragon verloren und in der zweiten Runde haben wir die Gegner mit Dungeons und Erstschlag und so Interaktionen besiegt und haben dann den Gegnern die Ticks geschenkt, weil wir gesagt haben, hey, ihr seid coole Dudes, hier habt ihr Puff Ancestry, hier habt ihr unsere Visitenkarten, habt Spaß, gönnt euch die 10 Ticks. Das war ganz cool und da halt auch mit den Leuten zu interagieren, war sehr interessant. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dementsprechend müssen wir es auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es sind auch kleinere Nebensachen gefeiert. Die Jungs von Oops All Salt haben zum Beispiel einen CDH-Ding gestartet, haben gesagt, hey, wir machen ein eigenes kleines Turnier, weil JK kein CDH angemeldet hat, also kein angeboten hat. Und genauso ist anscheinend, wenn ich es richtig gesehen habe, auch eine Runde Legacy gefeuert mit 8 Leuten, die ich verpasst habe. Cool. Ich hatte eh kein Deck dabei. Aber sowas fand ich halt cool, dass JK so richtig offen dafür war, auch andere zuzulassen, auch Preissupport reinzuschieben und was nicht alles. Es war ja auch so, die Quest Commander-Runden, die gespielt wurden, konnte man anmelden. Und hin und wieder mal sind dann auch Judges rumgelaufen und haben eben random spielende Leute, die keine Quests hatten, gefragt, ob sie nicht Quests noch wollen. Dann haben die Leute sich angemeldet, haben ihre Quest bekommen, haben ihre 40 Ticks bekommen für die Quest, die sie verteilen konnten, wie sie wollten. Halt für die Quest. Und ja, dann war's da. Also es war wirklich, wirklich cool. Und damit kommen wir zu meinem kurzen Fazit. Mein Fazit ist, das war eins der geilsten Events, die ich seit Ewigkeiten habe. JK hat da was mit Wizards auf die Beine gestellt, was immens war und seinesgleichen sucht. Es ist eine Mischung aus Casual und Competitive geworden. Es ist ein Brawl-Event stattgefunden, wo nur eine Person daran teilgenommen hat. Weil es halt Brawl ist. Da hätte man vielleicht CDH machen können. Oder Legacy, bitte Legacy. Und man kennt mich ja nicht so als Commander-Spieler. Ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, hey, die Zukunft von Casual ist Commander, aber die Zukunft von Magic sollte es nicht sein. Mittlerweile bin ich der Meinung, die Zukunft von Magic werden solche Command-Fest sein. Und diese ganzen Leute, die vor Ort waren, die Spaß gehabt haben. Es gibt kaum jemanden, den ich gelesen habe, der sich beschwert hat, der gemeckert hat, der gesagt hat, hey, das fand ich doof oder das finde ich mies oder sonst was. Es gab 2, 3 Kleinigkeiten. Es gab ganz, ganz wenige Salty Boys. Ganz, ganz wenige Leute, die sich aufgeregt haben wegen irgendwas. Und die Side-Events waren überrannt. Am Anfang wusste man noch nicht mal, ob diese Grand Melee-Sachen überhaupt stattfinden. Am Ende waren es, glaube ich, 3 Tischreihen. Oder 2,5. Das war krass, wie die Leute da auf einmal Bock drauf bekommen haben. Wie die Leute Bock hatten, Quests Commander zu spielen. Ich habe alles gesehen. Ich habe Leute gesehen, die mit Duels rumgelaufen sind. Ich habe Leute gesehen, die einfach mit irgendwelchem komischen Kauderwelschhaufen einfach nur Spaß gehabt haben. Es ist wirklich. Ich persönlich bin in einer Gruppe gelandet, die hat mich angeguckt und gesagt, Plane Chase, komm, lass mal Plane Chase machen. Dann haben wir Commander Plane Chase gespielt. Wahnsinn. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz kurz, ganz, ganz lieben Dank an Kevin, Dirk und an Rudi, die mir ihre Decks geliehen haben, weil ich habe halt als Commander-Deck nur Urgentai, mit der ich auch 1, 2 Runden gespielt habe. Aber ansonsten wäre ich echt den ganzen Wochenende nur mit Urgentai rumgelaufen. Das wäre langweilig gewesen. Deswegen danke an euch drei, dass ihr mir die Decks geliehen habt, mit denen ich spielen konnte. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Und ich fand es halt super interessant, weil ja, mein Hauptformat ist Legacy. Aber die Leute sollten wissen, dass ich eigentlich
eher so als Allrounder im Magic unterwegs bin. Ich habe ein Modern Deck, ich habe ein Pioneer Deck. Ich spiele was, was ich möchte, woran ich Spaß habe an der Community. Und ich versuche hauptsächlich für die Menschen was da zu sein. Ich versuche hauptsächlich Erklärvideos zu machen, Blackie Talks, mit euch über Dinge zu reden, mit euch zu interagieren, über irgendwelche Themen zu reden, euch was zu zeigen, euch was zu erklären. Auch die Reviews von Deckbox und Ähnlichem mache ich ja nicht für mich, sondern die mache ich ja für euch, um euch irgendwas zu zeigen. Und das fand ich sehr, sehr cool, dass JK das hier anerkannt hat und auch gesehen hat und gesagt hat, hey, ja, auf einem Command-Fest passt der Blackie auf jeden Fall super rein und ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden. Ich hoffe, ich bin euch dabei gerecht geworden. Und ich kann nur empfehlen, sollte das nächstes Jahr nochmal kommen. Kommt auf jeden Fall vorbei, schaut es euch an. Es gibt auch so Leute, die halt vor Ort sein können. Die sind reingekommen, haben sich das nur angeguckt und sind wieder gegangen. Die haben keine Runde gespielt. In dem Moment, wo sie ihr Goodiebag abgeholt haben als Entry und dann auch wirklich gespielt haben im Casual-Raum oder. Das hat sich gelohnt. Jedes Einzelne, also die Leute, die da am meisten Plus mit rausgegangen sind, ist jeder einzelne Spieler. Weil der Entry war relativ schnell wieder drin. Jedes Event, was gestartet ist, hat sich selber finanziert und man hat die Preise on top bekommen. Die Preiswahl war super, super fair gemacht, auch wenn die Freitag sehr viel Einzelkarten drin hatte, die Samstag nicht mehr drin war. Und ich habe mich da halt vollgestopft mit den Rollbannern, habe das dann anderen Judges geschenkt und habe dann oder Leuten dann 30 Ticks gegeben für so einen Rollbanner. Ich habe auch meinen Gegnern oder dem Head Judge oder sonst wem einfach nur weil Fun. Es ging noch nicht mal um irgendwas Wichtiges. Ich meine, ich habe mit einem Judge, der an den Tisch gerufen wurde, mit meinem Gegner darüber geredet, wie cool das doch wäre, wenn wir uns die Edition hätten aussuchen können, die wir draften konnten und so weiter und so fort, während unsere Teammates am normalen Magic-Spielen waren. Es war einfach eine lockere Atmosphäre, es war einfach super witzig. Die Leute haben so viel Fun gehabt. Wir haben gegen Holländer gespielt, die einfach super cool drauf waren. Niemand hat irgendwie was Böses genommen. Wir haben so viel, also ich habe zumindest so viel Spaß gehabt, ich habe so gelacht. Ich habe in der ersten Runde im CDH komplettes Decks hingeknallt und habe gesagt, Jungs, ich habe keine Ahnung, wie ich gewinnen konnte. Und es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich großartig. Und ich muss sagen, es hat mich hart angefixt, auf so ein Event nochmal zu gehen. Natürlich auch gerne wieder mit Einladung von JK. Aber auch so fand ich es wirklich, wirklich cool. Und ich glaube auch ganz, ganz viele Leute, die als Gäste da waren, können das bestätigen, wie cool das einfach war. Und wie offen die Atmosphäre war. Und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viele Leute wiederkommen werden nächstes Jahr. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf immens, wenn dieses Event wieder stattfindet. Ihr habt hier die ganze Zeit Bilder und Videos und so weiter mittendrin laufen lassen. Und ihr seht, wie cool es einfach war, da zu sein. Und das ist jetzt in dem Moment nicht so ein Mimimi, ich war da und ihr nicht. Mimimi, ich war eingeladen, nicht. Mimimi, bitte seht, wie cool das ist. Sondern ich möchte es einfach zeigen. Ich möchte meine Erfahrung mit euch teilen über dieses super, super coole Event. Und das sage ich als Nicht-Commander-Spieler. Selbst ich hatte immensen Spaß vor Ort. Und dementsprechend sollte das nochmal stattfinden. Überlegt euch, ob ihr vorbeikommt. Ich würde es tun. So viel zum Review. Wie gesagt, ich werde nicht jedes einzelne Spiel durchgehen. Ich werde nicht jeden einzelnen Judge Call durchgehen. Ich habe so viele Leute getroffen, die ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Leute, die ich noch nie gesehen habe. Fans, die ich noch nie gesehen habe. Und ich bin einfach nur happy. Und es war ein super cooles Event. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir das wieder haben. Und wenn ihr noch irgendwas beizusteuern habt, schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt mir bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, egal wo. Wenn ihr noch Bilder mit mir habt, die ihr gerne teilen wolltet, teilt sie einfach. Macht sie Instagram-Story auf oder ein Bild, wo ihr mich einfach drin verlinkt. Twitter genau dasselbe. Und ja, ich hoffe, ich konnte soweit alles schön zeigen und euch erklären, als Review zeigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.